Gott vergibt und wir dürfen neu anfangen. Und deshalb, egal was gewesen ist, gibt es Grund zur Hoffnung. Die Kirchenmusik und der Chor, das ist ehrlich gesagt für mich immer die Brücke gewesen. Menschenleben zu verbessern. Wir schaffen es, Menschen ein würdiges Leben zu geben, ein Leben, das sie verdient haben. Das ist wirklich so die Grundmotivation, die mich antreibt. Ja, und gut gemeinte Hilfen sind dann, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Oder das kenne ich auch, das hatte ich auch mal. Da muss man einfach mal, ne, einfach mal wieder aufstehen. Der Glauben darf eine Rolle spielen, aber unsere Begleitung ist genauso sinnvoll, wenn der Glauben kein Thema ist. Mehr als Worte. Ein Film über den evangelischen Kirchenkreis an Sieg und Rhein. Absolutes Kernthema von evangelischer Kirche ist, von der Liebe Gottes zu erzählen. Und das in allen Formen, die Kirche zur Verfügung steht, sei es Gottesdienst, sei es Bildung, sei es Diakonie. Immer muss diese Botschaft transportiert werden. Ich heiße Almut von Niekerk und ich bin Superintendentin. Das ist eine Kombination, Pfarrerin bin ich auch, also zuständig für eine Kirchengemeinde, aber auch für den ganzen Kirchenkreis. Die Aufteilung und Grenzen der Kirche gehen in das frühe 19. Jahrhundert zurück. Der Kirchenkreis an Sieg und Rhein, Ekasur, ist Teil der Landeskirche im Rheinland. Er umfasst zurzeit 30 evangelische Kirchengemeinden von A wie Egidienberg bis W wie Walscheid. Aktuell hat der Kirchenkreis Ekasur etwa 110.000 Mitglieder. Die evangelische Kirche ist basisdemokratisch und sozusagen von unten nach oben organisiert. Und so kann sich auch jedes volljährige Gemeindemitglied in den Gemeindevorstand, das sogenannte Presbyterium, wählen lassen. Das Gute daran ist, alle Mitglieder haben die Chance, gemeinsam mit den angestellten Theologen das Gemeindeleben mitzugestalten und Entscheidungen zu treffen. Ganz wichtig dabei ist, in jedem Presbyterium sitzen immer mehr ehrenamtliche Gemeindemitglieder als angestellte Theologen. Die Presbyterinnen und Presbyter wählen dann ihre Vertreter für die nächsthöhere Instanz, die Kreissynode. Dort werden alle wichtigen Entscheidungen, die den Kirchenkreis betreffen, beschlossen. Das oberste Leitungsgremium, der Kreissynodalvorstand, wird von der Kreissynode aus ihrer Mitte gewählt und leitet in ihrem Auftrag den Kirchenkreis. Den Vorsitz hat hierbei die Superintendentin oder der Superintendent. Also die evangelische Kirche ist untrennbar mit Jugendarbeit verbunden. Das ist wirklich ein Herzstück. Neben Kitas und Jugendzentren bietet der Kirchenkreis verschiedene Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche im Alltag, aber auch bei Problemen an. Die mobile Jugendarbeit in Altdorf, das ist die Gut drauf Tanke und die Gut drauf Chille. Beides Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet Altdorf. Erstmal herzlich willkommen an der Tanke und an der Chille. Hier können die Jugendlichen sich bedienen, können sich quasi hier einfach mit Schlägern ein bisschen Tennis spielen. Die gute alte Bravo ist immer noch sehr beliebt bei den Jugendlichen, da wird immer noch drin rumgeschmökert. Nebenher ein Äpfelchen knabbern, eine Möhre essen, sich ein Getränk holen und einfach auch eine nette Ansprache hier finden. Und was man hier so sieht, das ist so quasi unser Gästebuch. Das ist den Jugendlichen immer ganz wichtig, wenn sie hier waren, dass sie sich kurz hier verewigen und damit auch so ein Stück die Tanke als Angebot in Besitz nehmen. Es ist nicht nur dieses klassische, ich verbringe Freizeit, sondern wir haben natürlich auch einen Blick auf die Kinder und Jugendliche, ne, wenn es irgendwie Probleme gibt. Und versuchen da irgendwie zu helfen, zu vermitteln, Tipps zu geben, Ratschläge zu geben. Ja, wir stehen hier dreimal die Woche für jeweils 5 bis 6 Stunden und in den Nachmittagsstunden bis in die Abendstunden rein. Und da ist hier ein buntes Treiben. An so einem Nachmittag laufen so 80 bis 100 Jugendliche hier durch. Und das ist, wie man sieht, halt auch wirklich ein sehr lebendiges Angebot. Das Kulturcafé ist ein Jugendzentrum für Jugendliche. Siegburg und Umgebung.
Wir bieten ja an sich eine ganze Menge an. Wir haben verschiedene Schwerpunkte, Musik, Kochen, Theater, Film und nebenbei natürlich auch noch Sport. Und unser offener Bereich ist ein Schwerpunkt und persönliche Hilfen für Jugendliche in allen Lebenslagen. Ja, wir haben viele Jugendliche, die in, sagen wir, familiär schwierigen Situationen aufwachsen und zu Hause wenig Unterstützung bekommen. Und wir versuchen ihnen zu helfen, sei es bei Ausbildungsplatz, Praktikum, alles, was man halt so erledigen muss im Alltag. Und wir sind für sie da, wenn sie Probleme haben oder Sorgen oder wenn sie einen Rat brauchen, können sie zu uns kommen und wir geben unser Möglichstes. Das ist, hier kommen alle her. Ne? Also das ist egal, welche Religion sie mitbringen, wir sind für alle offen. Ne? Egal auch, was sie für Wurzeln haben. Das Einzige, was für uns entscheidend ist, ist halt, dass man sich hier entsprechend benimmt, ne? Toleranz hat und ja, auch den anderen so nimmt, wie er ist. Die Jugendlichen kommen gerne und die Stimmung im Haus finde ich einfach großartig, friedlich und ich denke, das ist auch ein Zeichen von Wertschätzung. Singen ist Ausdruck. Musizieren ist das Ausdrücken, was man nicht so gut sagen kann. Singen ist Bildung, ist Weiterkommen. Singen ist Teilen. Singen ist natürlich auch Lob und Klage, Gotteslob und Gottesklage. Und das alles aber unter diesem Gesamtbegriff des Ausdrucks und ist auch berührt werden durch den Ausdruck anderer. Ich glaube, dieses gemeinschaftliche Musizieren hat einmal den Aspekt des selber eins mit sich Werdens. Es ist ein Einswerden mit der Gruppe. Es ist eine Form des Zuhause-Seins, das sich mitteilen können. Und das sind alles Ebenen, die damit schwingen. Ohne Ehrenamt funktioniert evangelische Kirche nicht. Das ist immer ein Wechselspiel. Das heißt, evangelische Kirche will die Mehrheit im Ehrenamt. Die will keine Theologenkirche. Ehrenamt ist für mich ein Engagement über das Normale hinaus. Und dass man das tut aus einer inneren Überzeugung heraus, weil man eben das, wofür man dann arbeitet, einem das persönlich auch wichtig ist. Der Kirchenkreis hat seit vielen, vielen Jahren schon eine Partnerschaft mit einem Kirchenkreis im Norden von Namibia und ich habe rein zufällig davon erfahren, dass es das gibt und dachte mir, das ist ein Thema, wo ich mich gerne auch einbringen würde. Die Unterschiedlichkeiten in der Welt sehen und verstehen und zu gucken, was gibt es, was anders ist, was wir aber auch vielleicht bei uns anwenden könnten und andersrum, was kann man von sich aus vielleicht auch woanders hinbringen, das sind die Themen, die daran besonders spannend für mich sind. Die evangelische Kirche bietet verschiedene Anlaufstellen für Hilfe und Beratung. An diese Stellen können sich alle Menschen in unterschiedlichsten Lebensphasen und Krisen wenden. Beispiele für diese Anlaufstellen im Kirchenkreis Ekasur sind die jeweils vielfältigen Angebote der evangelischen Beratungsstelle in Bonn und der Diakonie an Sieg und Rhein. Als Diakonie helfen wir Menschen, die in Notlagen sind und wir versuchen, deren Situation kurzfristig zu verbessern und wir versuchen, durch politische Einflussnahme grundsätzlich gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen.
Die allgemeine Sozialberatung ist ein offenes Angebot erstmal für jeden. Jeder kann kommen, der Fragen hat, der in Not ist und der Hilfe braucht. Und hier im Kirchenkreis sind wir an verschiedenen Standorten zu finden. Ja, die unsere evangelische Beratungsstelle in Bonn ist eine Einrichtung, die in erster Linie unter dem sogenannten Kinder- und Jugendhilfegesetz arbeitet. Das heißt, wir stellen sicher, dass jedem Bürger, jeder Bürgerin, jeder Familie in Deutschland bzw. jetzt in diesem Fall in unserem Einzugsgebiet Erziehungsberatung frei zur Verfügung steht. Und zwar kostenfrei und niedrigschwellig. So niedrigschwellig heißt, dass man keine ärztliche Verordnung braucht, keine Krankenkassenkarte, dass es nichts kostet und dass es, wenn das wichtig ist, aus irgendeinem Grund zum Beispiel auch komplett anonym ablaufen könnte. Ja, das SPZ, also das Sozialpsychiatrische Zentrum, ist eine Einrichtung für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Wenn man so will, eine erste Anlaufstelle. Das heißt, Menschen kommen zu uns mit psychischen Problemen, in Schwierigkeiten in ihrer Lebensführung, in ihrer aktuellen Lebenssituation. Wenn Sie Rat und Hilfe suchen, sind wir häufig die erste Anlauf- und Kontaktstelle. Am Anfang ist ja meistens erstmal der Schock, oh Gott, ich bin schwanger. Das ist ganz oft eben ungewollt und ungeplant. Und dann muss die Frau ja auch mit der Situation erstmal klarkommen. Und dann wirklich mit der Frau gemeinsam zu gucken, wie sieht's aus, was ist meine richtige Entscheidung. Warum sollte man Drogenabhängigen helfen? Das sind Menschen, wie du und ich, die eine Entwicklung gemacht haben, die sie sich nicht ausgesucht haben, die für sie wahrlich nicht gesund ist. Und ich finde, das ist ein Menschenrecht, ihnen zu helfen, ihnen sozusagen einen Weg zu zeigen, wie sie ein einigermaßen menschenwürdiges Leben führen können. Die Suchthilfe hilft Menschen, die irgendwie Probleme mit Suchtmitteln haben, die es nicht wissen, was los ist, ob der Konsum, den sie haben, zu viel ist, ob der schädlich ist, ob sie in eine Abhängigkeit reinkommen. Denen hilft er zunächst mal eine Abklärung zu machen und dann hilft er ihnen zu gucken, wie kann ich gegebenenfalls Veränderungen damit auch herstellen und mich bestimmte Sachen verändern. Wir sind in der Beratung an die Schweigepflicht gebunden, gerade auch in der Schwangerschaftskonfliktberatung. Wir haben da wirklich ganz hohes Schweigepflichtsgebot. Außer es ist Gefahr in Verzug. Dann müssen wir einschreiten, dann sollen wir einschreiten. Da sind wir gehalten, natürlich dann Leben zu retten, nicht nur von den Babys, sondern auch von den Frauen. Also im Grunde können und kommen alle Menschen zu uns. In der Regel haben wir ein Altersspektrum vom Grundschulalter bis ins höhere Seniorenalter. Die Hilfen, die wir bieten, sind da ganz unterschiedlich. Das sind erstmal Kontaktaufnahme, das sind Gespräche, Informationen, Beratung, Weitervermittlung, manchmal aber auch eine mittel- und langfristige Begleitung. Kontakte und Hilfen können hier vor Ort im SPZ stattfinden, aber die Hilfe muss auch dahin, wo sie gebraucht wird. Das heißt, wir gehen auch raus, wir haben aufsuchende Dienste, die Menschen da treffen, wo sie leben und ihnen dort vor Ort auch die Unterstützung zukommen lassen. Also, wenn ich schon mal gefragt werde, was ist denn eigentlich schwierig an der Arbeit? Da haben Leute ganz oft so im Hinterkopf, boah, so viele Probleme pro Tag, das muss ja total schwierig und anstrengend sein. Aber dafür sind wir ja alle so richtig gut ausgebildet, dass genau das nicht passiert. Aber wirklich schwierig ist eigentlich nur, in Anführungsstrichen, dass wir viel, 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 viel zu viel Nachfrage haben und sozusagen gar nicht alle Leute versorgen können, bedienen können. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie lange ein Mensch zögert und zaudert, bis er überhaupt sich Hilfe holt und in eine Beratungsstelle geht, dann kann man sich leider auch vorstellen, dass es da schon ziemlich drückt und ächzt an der im Beratenden, also Einzelperson, Paar, Familie, was auch immer, und das ist schwierig. Und unser damaliger Pfarrer,
Diakoniepfarrer, der hat immer gesagt, Wort und Tat gehören zusammen und die Kirche ist, die Pfarrer sind zuständig für das Wort und wir Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Psychologen, alle Mitarbeitenden in den ganzen Dienststellen, wir sind für die Tat verantwortlich und für das, was wir den Menschen mitbringen sollen, für die Arbeit vor Ort mit den Menschen. Die Verbindung zum Kirchenkreis stärkt mich in meiner Arbeit und die Diakonie und der Kirchenkreis und die Kirchengemeinden, aber auch die anderen kreiskirchlichen Dienste bilden ein starkes Netz hier in der Region, auf das ich in meiner konkreten Aufgabe immer wieder gut zurückgreifen kann. Die evangelische Kirchengemeinde hier in Seelscheid war eigentlich sozusagen die erste Organisation, die uns die Hilfe angeboten hat zu Zeiten der Flüchtlingskrise in 2015, wo wir wirklich massive Probleme hatten, alles zu organisieren. Schlimm, oder? Ja, damit können wir klarkommen. Der Staat hat, wie gesagt, die Rahmenbedingungen gesetzt, aber evangelische Kirchengemeinde hat tatsächlich auch die menschliche Komponente hinzugefügt, sodass wir das relativ gut organisieren konnten miteinander. Herr, unser Gott und Retter, seit alters ist der Weg zu dir ein Weg durch den Tod zum Leben. Du hast Noah gerettet aus den Wassern der Sintflut und Israel hindurchgeführt durch das Wasser des Schilfmeeres. So ist uns das Wasser ein Zeichen des Weges durch den Tod zum Leben. Hanna, ich taufe dich auf Gott den Vater, den Sohn Jesus Christus und den Namen des Heiligen Geistes. Gott schenke, dass du dich in deinem Leben zu ihm bekennst. Friede sei mit dir. Amen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sündige tapfer, doch glaube auch tapfer und freue dich in Christus, der Herr ist über Sünde, Tod und Teufel. Lasst uns tapfer sündigen und lasst uns tapfer glauben, dass wir nicht rausfallen können aus der Liebe Gottes. Dann wird sich schon in dieser Welt ganz viel verändern, für uns und für die anderen. Das hoffe ich und das glaube ich. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Die Seelsorge, also das Begleiten von Menschen in verschiedenen Lebenskrisen, ist elementarer Bestandteil der täglichen Arbeit im Kirchenkreis. Für die evangelische Kirche ist die Seelsorge die Muttersprache des Glaubens. Also Notfallseelsorge bedeutet, dass wir von Polizei und Feuerwehr, von den Leitstellen, in bestimmten Situationen dazugerufen werden, um, und so steht es im Lehrbuch, nicht verletzte Betroffene zu begleiten. Die Notfallseelsorge ist letztendlich ein Dienst für die Gesellschaft. Hier gibt es eine Versorgungslücke der Bevölkerung. Und hier übernimmt die Kirche einen Dienst, den der Staat wahrscheinlich auch gar nicht finanzieren könnte. Ihr habt Fehler gemacht, schlimme Fehler, viele Fehler. Und für uns seid ihr trotzdem Menschen. Im Prinzip helfen wir allen Menschen, die unsere Hilfe haben wollen. Das ist hier im Knast nämlich ganz stringent geregelt, all dieweil die Gefangenen per Antrag überhaupt nur mit der Außenwelt in Kontakt treten können. Die sitzen ja hinter ihrer verschlossenen Zelle.
Ja, und den Menschen, die etwas wollen, kann geholfen werden. Die suchen wir dann auf und fragen nach den Anliegen und sprechen darüber mit den Leuten. Das ist also nicht abhängig von persönlichem Bekenntnis oder Glauben. Wir sind für alle Menschen da, abgesehen davon, dass man das bei der Alarmierung ja überhaupt nicht weiß. Kommt man jetzt zum gläubigen Menschen, zum Atheisten, zum Satanisten? Und wir begleiten die Menschen. Das ist eine psychosoziale Notfallversorgung. Der Glauben darf eine Rolle spielen, aber unsere Begleitung ist genauso sinnvoll, wenn der Glauben kein Thema ist. Ein Krankenhausfahrer ist für die Patienten da und eben für alle Menschen, die da arbeiten. Und so entsprechend ist ein Gefängnisseelsorger für die Gefangenen da und auch für die Menschen, die hier arbeiten. Es ist natürlich sehr kühl, sehr eingeschränkt teilweise und ja, sehr trist einfach. Dann sage ich Bescheid, dann Freitag wieder. Viele Menschen stehen hier, viele Inhaftierte, vor dem Trümmerhaufen ihres Lebens, realisieren vielleicht zum ersten Mal so richtig, was sie sich alles verbockt haben, wie viel Zeit sie verloren haben, was sie für Fehler gemacht haben, welche Schuld sie auf sich geladen haben. Also viele Menschen hier leiden an einem belasteten Gewissen. Ich persönlich für mich muss sagen, es ist für mich ganz wichtig und ich möchte es einfach nicht missen, weil ich habe eine Person, die mir zuhört, die mir realistisch zuhört und deswegen bin ich ihm einfach nur dankbar, dass ich ihn da habe und das geht ganz vielen anderen eigentlich auch so. Und auf die Abteilungen legen. Das ist wieder viel zu viel Arbeit. Ja, es wäre zu viel Papier. Schön wär's, ich glaube nicht. Okay. Kirche ist viel mehr als das, was man hier in dem Film sieht, viel mehr als das, was man in einer Gemeinde kennenlernt oder bei einer Begegnung oder bei einer Institution. Es wäre schön, wenn Menschen Lust haben, ein bisschen mehr zu erfahren oder vielleicht auch noch viel mehr über Kirche zu erfahren und auch das Liebenswerte daran zu sehen und einfach Begegnung auch suchen, sich Menschen suchen, die entweder eine Funktion haben oder einfach sich zu einer Gemeinde dazugehörig fühlen und ja auch erzählen können und wollen. Es gibt tatsächlich viel zu entdecken und zu erleben mit Kirche.